Willkommen zurück zu Tropico 5. 5, 5, 5. Ich sag das immer so, dass es sich total seltsam anhört. Und was mache ich überhaupt? Sieht sehr normal aus. Ich würde mal gerne hier so das dann frei machen mal. Und ansonsten, irgendwas sollten wir doch bauen, oder? Taverne. Kaserne. Taverne, wo waren die Taverne? Ich find's gleich, habe ich's. Jeden Moment. Taverne. Da ist grün. Macht es eigentlich einen Unterschied? So. Ich will die dahin klatschen. Unser Suchkommando, also ich, hat die Schaufel gefunden. 40 Stück. Wenn ich... Ah ja, genau, da war was. War was. Verfassung, Papier, Zeitung. Hä, was ist das? Das ist ein Fragezeichen. Wieso ist da ein Fragezeichen? Ach so, dass die da hinlaufen. Okay. Dann sollen sie das meinetwegen machen. Und wo sind jetzt die Bergwerke? Ich kann nicht sprechen. Bergwerk. Bam. Hä? Bäh. Unerforschtes? Was? Seine Majestät hat zahlreiche Berichte über ihre Kolonie persönlich studiert und einen großen Fehler in ihren Plänen entdeckt. Einige ihrer Gebäude arbeiten nicht so effizient wie erwartet. Doch es scheint, dass ihre Insel endlich herausgefunden hat, Gebäude zu verbessern sind. Seine Majestät schlägt daher vor, dass sie Geld in Gebäudeverbesserungen investiert. Der Orden hat vernommen, dass sie die Gunst der Krone verloren haben. Das gefährdet ihre gegenwärtige Mission. Ich musste Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um einen Ausweg zu finden. Die Grundsteuer ist eine gewiefte Methode, sie vom Weg abzubringen. Ich weiß noch nicht, wer dahinter steckt, doch sie hält den Plan auf. Naja, das könnten wir nicht tolerieren. Wenn ich eine Lösungsmöglichkeit gefunden habe, werde ich sie kontaktieren. Vergessen Sie nicht, der Orden ist Ihr einziger Freund. Unser Plan ist unsere einzige Zukunft. Ich bin zwar sehr seltsam, aber egal. Dank Ihrer Mühen wächst Alter. Die Revolutionsbewegung. Alter. Das ist nämlich sehr, sehr, sehr speziell. Die labert mich hier stundenlang immer voll. Ich glaube, die ist verliebt in mich. Ich habe so das Gefühl. Irgendwas ist da jedenfalls nicht richtig. Irgendwas ist seltsam an dieser Sache. Haben die das jetzt erforscht? Ach ja. Kann ich da jetzt wenigstens... Ja, endlich. Oh, ich habe wieder Geld bekommen. Aber ihr kennt mich ja, ich bin immer im Minus. Ich bekomme das immer so hin, dass ich immer im Minus bin. Da bin ich der perfekte Pro. Was solche Sachen angeht. Rinder. Yeah, we something Rinderfarmen bauen. Ja, doch, kann man. Denke ich, wenn man da ganz viele Farmen... Ach ja, es gibt ja eine bestimmte Anzahl an Leuten, die arbeiten können. Okay, das habe ich gerade nicht gedacht. So. Ja, gleich. Ich will da noch eine Straße rüberziehen. Nur weil ich es kann.
Es gibt einen Ausweg aus der Grundsteuermisere. Aha. Sie müssen allerdings ihre Hausaufgaben erledigen. Der Orden will nicht, dass sie sich immer nur auf uns verlassen. Der Orden zeigt ihnen den Weg. Aber sie müssen ihn gehen. Was? Hausaufgaben? Pff, jetzt soll ich in dem Spiel Hausaufgaben machen. Beenden. Ich habe die Hände ausfindig gemacht, die sie schmieren müssen. Hände schmieren? Mit was? Butter? Hey, kannst du mir mal die Hände mit Butter einschmieren? Na klar. Boah, das sieht so lecker aus. Darf ich mal reinbeißen? Na klar. Oh Gott, der war schlecht. Aber ernsthaft. Ich sag nichts. Doch, die Buch... aber trotzdem egal. Doch die Buchhalter der Krone achten mit Argus Augen auf Tropicus Finanzen. Deswegen muss das Geld aus inoffiziellen Quellen stammen. Aufgabe, stellen Sie Schmiergeld aus Ihrem Schweizer Nummernkonto bereit. Effekt, die Grundsteuer wird ausgesetzt. Tipp, die Verordnung, Baugenehmigung sowie Belohnungen von der Krone können Ihr Schweizer Nummer bereichern. Ja? Schmier... was? Was? Kann ich eben machen, oder? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat, Leute. Ich habe es einfach gemacht, weil es da war und... keine Ahnung. Hat wohl sehr viel gebracht. Keine Ahnung. Frag mich nicht, was ich gemacht habe. Ich hoffe, es war was Gutes. Was sollen wir denn noch alles bei kleiner Laden? Haben wir das schon? Ich glaube nicht. Mhm, dann bauen wir einen kleinen Laden. Würde ich sagen. Ich hoffe, ich kann hier noch eine Straße rumbauen, denn es ist schon sehr speziell hier. Ja, funktioniert prima. Ich glaube, ich habe das falsch gebaut. Wisst ihr was? Ich baue jetzt was anderes. Oder ich baue es anders, sagen wir so. I'm gonna build that so. Like this. Ach Gott. Ach, da wäre sowas. Nice. Dann kann man ja noch ein Bergwerk bauen. Yay! Sind da noch irgendwo... Wir haben eine... Okay, ja, Paper. Und ruf dich zurück später. Was? Wer kennt den Film so? Ist ein sehr spezieller Film. Wahrscheinlich nicht für jeden. Die Geheimwaffe der Revolution ist in greifbare Nähe gerückt. Oh Gott. Doch bevor wir weiter daran arbeiten können, müssen wir noch einige Technologien entwickeln. Aha, technischer Fortschritt. Haben wir das schon gehabt? Keine Ahnung. Technischer Fortschritt passiert nicht von selbst. Wie Sie wissen, muss man eine Idee ausarbeiten, bevor man zur nächsten übergeht. Wie kann man beispielsweise Nägel entwickeln, wenn man nicht zuvor Planken entwickelt hat? Erforschen sich 7 Technologien. Ja. Oh, eine brauchen wir noch. Ha. Machen wir hier Planken. Ha. Boah, bin ich witzig. Ha. Wir haben doch jetzt eigentlich dieses Militärteil. Wir können es nur nicht bauen. Ich würde es ganz gern bauen. Was bauen wir? Ich hoffe, hier hinten irgendwas. Was? Ich habe nicht auf schneller bauen gedrückt. Ich hab's eilig, okay. Wir haben soeben herausgefunden. Ja, Planken. Schön dank für dich. Dank ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Alter. So. Nein. Doch, da muss ich auch wieder, Produktionsfertigkeiten, was auch immer das jetzt ist. Ach ja, wir müssen Plantagen verbessern.
Ich habe versucht, mit den Piraten über unsere Revolution zu sprechen. Ja, das hatten wir auch schon. Okay, jetzt warte. Achso, das ist ein Baum. Die sollten wir ja verbessern. Geil. Und... Den Markt mit billigen Getreideexporten überschwemmen? No problem. Aber wie soll ein vernünftiger Ackerbau in einem rückständigen Land funktionieren, das von einem anderen ausgebeutet wird? Wetten das Tropikonium-Leben nennenswerte Mengen von Rohstoffen exportieren kann. Weil ich mir so sicher bin, dass sie verlieren, wette ich um die Hälfte meiner Armee oder bringe ihren Journalisten bessere Recherchieren bei. Achso. Verdienen sie mit Erzen und Baumstämmen 1000. Krass. Wir haben eh so, schon so viel gebaut. New Haven Anlage und ich wollte doch das Militärteil bauen, jetzt kann ich es eh wieder nicht mehr bauen, oder? Toll. Hat sich ja gelohnt. Kann ich mir auch nicht leisten. Na, das ist super. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge. Ich nehme das Geld. Nur damit ich jetzt endlich was bauen kann, das ich auch bauen will. So, Militärfort. Wohin? Da passt es nicht hin. Da. Da. Und vorspulen. Dann würde ich sagen, bauen wir als nächstes dann den Hafen und das hier haben wir bald. Ich habe versucht mit den Piraten. Das können wir dann auch noch machen. Guten Tag. Guten Tag, ja. Oh Scheiße, der Timer ist schon lange um und ich check's nicht. Okay, ciao.